Am Montagvormittag lud der Baden-Württembergische Landtag ein zur Gedenkstunde der Opfer des Nationalsozialismus auf dem Gelände der Gedenkstätte Grafeneck bei Gomadingen. Die Landtagspräsidentin Muchterem Arras betonte in ihrer Rede, Gedenken sei gelebter Widerstand gegen Menschenfeindlichkeit. Auf Einladung des Baden-Württembergischen Landtages waren heute viele Gäste zur Gedenkstätte Grafeneck gekommen. Dass die Gedenkstunde des Landtags dieses Jahr hier abgehalten wurde, war Landtagspräsidentin Muchterem Arras ein besonderes Anliegen. Die Nationalsozialisten haben vor 80 Jahren mit der Ermordung von Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Krankheiten begonnen. Hier wurden über 10.000 Menschen ermordet und deshalb war es wichtig, die zentrale Gedenkfeier des Landtags von Baden-Württemberg heute hier zu machen. Im Jahr 1940 wurden in der Tötungsanstalt Grafeneck systematische Krankenmorde an Menschen mit Behinderung aus Bayern, Baden, Württemberg und Hessen verübt. Der Vorsitzende des Gedenkstättenvereins Grafeneck e.V., Mike Münsing, begrüßte den Besuch der Landtagsmitglieder. Als Aufgabe seines Vereins sieht er, das Gedenken wirklich am Leben zu erhalten und den Opfern von Grafeneck auch ihre Namen zurückzugeben. Das ist unser Satzungsziel und dafür kämpfen wir seit vielen Jahren gemeinsam. Heute hier zu sein, bedeutet natürlich aber auch gegenüber dem Land ein Signal der Dankbarkeit, dass sie signalisiert haben, unsere Tätigkeit noch mehr wie bisher auch zu unterstützen. Dass die Landesregierung die Erinnerungs- und Bildungsarbeit in Grafeneck und dem dazugehörigen Dokumentationszentrum finanziell unterstützen will, begründete Arras wie folgt. Weil es keinen Schlussstrich unter dieses schwarze Kapitel der deutschen Geschichte geben kann, niemals. Neben der Rede der Grünen-Politikerin trugen Münsinger Schüler Briefe Angehöriger der Opfer der Anstalt vor. Darüber hinaus gab es auf Basis dieser Briefe eine szenische Lesung zweier Schauspieler, die Reutlinger Landrat Thomas Reumann sehr beeindruckte. Das eine sind die historischen Fakten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das einordnet, auch in der Geschichte einordnet und auch wahrnimmt, die Bezüge herstellt. Das ist das eine. Aber die szenischen Darstellungen, das ist etwas, was hochemotional ist, wo die Menschen wieder aufleben, die das geschrieben haben. Die Lebensgeschichten der Opfer des Nationalsozialismus wieder aufleben zu lassen, um ihnen zu gedenken, aber insbesondere um aus der Vergangenheit zu lernen. Das sieht Landtagspräsidentin Arras als eine wichtige politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gedenken sei, in Zeiten, in denen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus um sich griffen, hochaktuell.